Am niederösterreichischen Frauentelefon sind im Vorjahr fast 1300 Beratungsgespräche geführt worden. Die Gespräche dauern zwischen 10 und 15 Minuten und behandeln alle Themen von Gewalt über psychische Belastungen bis hin zu Problemen am Arbeitsplatz. Also es ist eine Anlaufstelle für Frauen aus ganz Österreich. Sie können sich anonym bei uns melden. Und was ganz wichtig ist, der Anruf scheint auf keiner Telefonrechnung auf und ist somit nicht nachverfolgbar. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es fallen auch keine Kosten an, wenn man anruft. Im ersten Schritt geht es einmal um die Klärung, um die Hilfestellung zum Problem, das zu erfassen. Sie sind auch oft sehr unsicher, bin ich da überhaupt richtig bei Ihnen? Wir ermutigen dann die Damen, erzählen Sie einmal, worum es geht und wir schauen, was wir für Sie tun können. Und im zweiten Schritt, wenn nötig, auch geeignete, spezifischere Stellen weiter zu vermitteln. In rund 30% der Gesprächen geht es um körperliche oder psychische Gewalt. Angesichts der steigenden Zahl an Fällen ist das Frauentelefon aus Sicht der zuständigen Landesrätin wichtiger denn je. Wenn auch nur das geringste Problem beginnt oder irgendwie ein ungutes Gefühl aufkommt, da ist irgendwas, dann muss es eine Stelle geben, dann muss es jemanden geben, wo man sich anvertrauen, wo man sich hinwenden kann und wo man auch Wege aufgezeigt bekommt, wie man sich eventuell aus einer Gewaltbeziehung befreit. Um möglichst viele Frauen zu erreichen, werden die Beratungen in 8 Sprachen angeboten. Das Frauentelefon ist unter der Nummer 0800 800 810 erreichbar.